Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade auf frischem Marsch, Version 1.6. Ich wünsche mal einen schönen Wochenstart. Ja, ich mache jetzt hier weiter auf der Karte mit Hopfenernte, mit der ersten Hopfenernte, werden wir gleich mal einstellen. Und zwar, da muss ich mal kurz selbst starten und den Drescher natürlich in der ersten Reihe wieder bringen. Abgetankt ist er ja gerade worden. Die Fahrzeuge stehen ja gerade rechts und er links. Und da werden wir gleich mal einstellen. Ich habe nämlich das Ganze gespeichert. So, sonst hätte ich die Kurse jetzt irgendwie improvisieren müssen. So, den zweiten Drescher, mal gucken, wo der ist. Hier wahrscheinlich. Der ist auch leer gemacht worden gerade. Da ist kein Kurs gespeichert. Dann nehmen wir halt den von ersten, ne? Rechts passt. Und aktiviert passt auch. Ersten Wegpunkt ist ungünstig. Da wäre. Und einstellen. Den ersten Wegpunkt werden wir gleich wieder losgedüst zum. Ja. Gleich mal die Abfahrer einstellen. Mit Autodrive natürlich abfahren zwei, drei Fahrzeuge, die jetzt gleich zum Fabrikbrenn bringen, den Hopfen. Ne? Da wird er gebraucht. Wie er genau jetzt hier fährt, weiß ich nicht, aber wie gesagt, da hat sich mal so eingefahren. Ne? So, Abfahrerfeld 4, Autodrive. Ich muss mal gucken, ob ich die beiden Drescher auch mit Feld 4 eingestellt habe. Sonst kann es sein, dass ich Abfahrer das nicht finden. Ne? Der fährt woanders hin. Wahrscheinlich muss ein Kursplay das irgendwie, dass der hier irgendwo wenden muss, dass er hier hinkommt. Kann durchaus sein. Das ist der Anhänger für Holz. Der fährt dahin. Hatte ich nur zwei. Muss wohl so. Also hier geht's auch weiter mit der Ernte von Sonnenblumen. Da werde ich meinen normalen Helfer nehmen. Nice. Nicht gespeichert, hat man nicht gespeichert. Ja. Helfer. Der macht's auch. Wenn man das Vorgewende ja schon fertig ist, ist ganz gut. So, als nächstes den Abfahrer hier aktivieren. Der hat gleich so Dieselproduktion. Passt. Und Action. Jetzt muss ich mal kurz prüfen. Hier muss Feld 50 hin rein. Ne, ist da 50? Ne, 49. Dicht daneben ist auch daneben. Ah, deswegen schaue ich ja, ne? Sonst weiß ja nicht, wo er hin soll. So, das gleiche. Hier muss Getreide rein. Mein für Raps. Quatsch. Ne, Getreide. Gerste oder Weizen, ist ja egal. Mal schauen, was wir am meisten im Lager haben. Wahrscheinlich Weizen. Weil in Thüringen habe ich zwei Felder mit, ein großes Feld mit Gerste und zwei kleine mit Weizen. Ist da nicht ganz so dramatisch. So, hier soll auch was rein. Habe ich da gepflügt? Das ist unser für BGH. Muss ich mal nach und nach sehen, alle Fahrzeuge in Schwung kriegen, ne? Ja, da fährt da hin, da passt. Hat er doch die Runde genommen, na gut. Ist okay. Hier hatte ich nur zwei Fahrzeuge gehabt. Okay. Hier wollte ich Gras mähen.
Ach, hier war ja wegen Rüben. Da hatte ich was auch gemacht. Es gibt ja hier schon einen neuen Mod für Personal Farming. Den habe ich auch noch nicht drauf. Wäre ganz gut, wenn man den drauf machen würde. Dann würde ich mal schauen, dass ich da... Jo, der hat Weizen. Tag Nummer 3. Mal gucken wegen, wann kann ich beginnen. Geomod. Das ist ja ganz wichtig. Wir können jetzt auch sehen. Also Weizen, Gerste, Hafer könnten wir jetzt machen. So, Ölrettich und Pappeln ist eh klar. Brocken, Dinkel, Hirse würde auch gehen. Trikale. Aber wir brauchen ja, wie gesagt, da ist ja was drin, was wir brauchen. Das können wir gleich mal hier machen. Den werden wir wahrscheinlich noch was nach, also Kursgenerierung, das ist ja 44. Wir beginnen mal in den Feld rein. 15 Meter. Na ja, gut. Weiß nicht genau, ob das Sinn macht. Weizen 4500. Ja. Sinn macht's garantiert. Also ruhig 2. Machen wir ruhig 3. Die machen sich leichter beim Wenden, da müssen sie nicht so raffier rangieren. Da geht das schneller. So, Zeit ist noch nicht eingeplant? Nö. Tolle ersten Wegpunkt. Einstellen. Ihr könnt auch hier im Verband arbeiten lassen, das wäre auch eine Option gewesen. Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Aber jetzt lasse ich mal alleine arbeiten. So, gehen wir durch. Ja, meine Bäume wollen auch nicht wachsen. Befürchtet, dass ich zu eng gepflanzt habe. Ja, dann habe ich selbst Schuld, ne? Das klappt. Der Dolz gibt mir nicht weiter. Ne, also, es muss nicht an Dolz liegen, irgendwas blockiert das Weiterspringen. So, überlegen. Ich wollte hier eigentlich einmal Dünger zur Thüringenkarte bringen. Das heißt, ich brauche jetzt ein Fahrzeug mit Anhänger. Ein LKW wird es auch machen. Denn da brauche ich viel Dünger. Da geht bald los mit ja, die Aussaat. Ne? Also wir brauchen ja nicht aufladen. Ich brauche nur ein LKW. Kurz überlegen. Ich habe ja nun auch den Mod aktualisiert unten rechts mit dem, ja, mit dem, sag mal, vorsichtig dynamischen Boden. Das ist von hinten, das wird nichts. Das machen wir heute nicht so hin. Von vorne, ne? Ja, aber nicht geguckt. Einfach festgefahren. Dann muss ich mal schauen. Fahren wir ein bisschen weiter und gucken. Düngerproduktion ist ja eigentlich gut voll. Also vom Dünger her. Wir haben Gärreste um die 80.000. Ja, das wird noch weiter rein. Ich möchte ja auch nicht so viel weggeben, ne? Das wäre ja ungünstig. Also einen Anhänger nehmen wir raus. Den Rest brauchen wir hier selber. So, gehen wir wieder auf. Na, auf 1 ist okay. Wir behandeln nur mit 6 Tage hier. Dann nehmen wir gleich Anhänger mit Saatgut. Denn das werden wir da aufbauen. War nicht heute und nicht morgen, aber Dünger hätten wir schon gebraucht zum Nachdüngen, aber jetzt später nachher, wenn das
Die Weizenernte dort beginnt und die Gerste-Ernte, dann haben wir sofort Felder, die gemacht werden müssen. Und na gut, das Mais, das dauert noch ein bisschen, aber wie gesagt, vielleicht kaufe ich da noch ein Feld. Aber mal schauen. Dann kann ich mal bei Gelegenheit auch von da das entsprechend globalen Markt dann Richtung links fahren lassen, ne? Eigene Lage. Denn später will ich ja daher umgekehrt Weizen und Gerste hierher bringen werde. Dann wäre das ganz praktisch, wenn wir da jetzt schon mal Geld hier verdient haben, die wir dann da verkauft haben. Also hier verkauft haben und da eingekauft haben. Dann können wir das entsprechend versuchen, plus minus null rauszubekommen, ne? Dass die Erträge finanziell so sind, dass wir auf keiner Karte bevorzugen und dadurch ein Gleichgewicht bekommen. Klappt nicht sicherlich nicht immer, aber ich versuche doch mal halt Richtung. Jo. Diesel können wir auch noch entsprechend dahin bringen. Wenn auch Sonnenblume her. Die habe ich da ja auch noch, die kann ich dann hierher bringen und dann hier zu Diesel verarbeiten. Klar könnte ich eine Fabrik auch da bauen. Aber da soll ein bisschen Abwechslung her und da ist halt mehr Landwirtschaft. Und hier ist mehr auch mit Produktion, ne? Weil es hier auch verkaufen könnte zur Not. Kommt ja noch hinzu. Ich kann da nicht alles verkaufen, was ich hier an Produktion drüber liefere, also muss ich das ungefähr hier verkaufen, wenn ich das hinbekomme. Ne? Also Sonnenblumen da zu verkaufen wäre im Grunde ja unnötig. Ja, bei mir ist wieder Freitag. Freitag, ja, zum Feierabend, ne? Ja, abends halt, ne? Ausgeruht, frisch gebadet. Da fühlt mir am besten, also nach dem Baden, das ist mal richtig so schön entspannt. Die Möglichkeit ist noch nicht da. Kann aber noch kommen. Aber ich hoffe mal mit später. Ich habe ja gestern, beziehungsweise heute, ausgiebig geschlafen. Also, machen wir das, ne? Spätschicht hat ja den Vorteil, dass ich ausschlafen kann. Was bei der Frühschicht nicht klappen würde, ne? So, muss ich mal schauen, verkaufen gleich. Damit es auch entsprechend also im globalen Markt drin ist. Also ist ja schon da, aber ich muss es hier verkaufen. Also. Oh, mal überlegen. Weizen habe ich auch drin hier. Also das muss ja noch entsprechend Milch auch noch. Saatgut. Ach, hier ist Saatgut. Das verkaufe ich mal gleich. Und Dünger. Dann muss ich hier Weizen und Gerste noch zur Bierproduktion fahren. Stroh habe ich auch noch was drin. Aber da auch, da ist es noch im Prinzip, ja, da können wir noch Bier herstellen und Heu haben wir auch drin, das Heu brauche ich sicherlich drüben. Ich habe ja in der Thüringen-Karte damals, wo der Umzug anstand, gesagt, bevor ich das irgendwo verkaufe, bringe ich alles im globalen Markt. So kann ich das im Notfall direkt zurückkaufen und dann wäre das genau richtig. So. Und man kann es entsprechend so, wie man es möchte, halt nutzen, ne? Ah, er ist bei. Naja. Sieh eher. Da müssen wir noch kalken gleich im Anschluss. Das läuft auch. Muss hier mal gucken, wie das hier aussieht. Ja. Was haben wir hier probiert? Ja.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf Allrad gehen. Die Straße müssen wir rauf. Gut, der Mod hat sich da sieht man aus. Ich habe zwar die Bildschirme etwas. Fahren wir gleich mal selber. Ich habe ja die Bildschirme links und rechts verschoben, dass ich so mit der Maus so schnell nicht rüberkomme. Aber das würde mal kurz Unterbrechung bringen, sorgen. Und so unterbrochenen Frames, wie man das nennt. Also kurze Hacke im Bildschirm, also im Fluss des Videos. Ungünstig. Sieht nicht schön aus, deswegen vermeiden. Früher noch das Problem gab mit Lenkrad, dass es auch nicht so recht wollte. Dann wieder muss man wieder mühevoll einstellen, also an, aus, damit der Widerstand da ist. Ja, das ist dann zu vermeiden. Jetzt, heute kam noch Release für Cattle & Cops für ein Update. Da haben sie einiges verbessert. Einiges. Also hydraulikmäßig Schläuche und so, was ich mal heute noch nicht sagte. Das haben sie verbessert. Also jetzt ist auch benutzt, also kann man das auch nutzen. So. Da kann die Bierproduktion ja anlaufen. Dann gucken wir mal gleich, ob hier Weizen und Gerste fehlt. Ja, das können wir auch noch bei Gelegenheit rein herfahren. Weizen auf jeden Fall. Und da wird Gerste auch fehlen. Und wir werden auch sicherlich mehr was wir verkaufen können. Hoffen, dass der Preis sich ein bisschen anpasst. So. Dann schicken wir aufs Feld und dann gleich wieder an schon Wasser. Ja, da können wir auch noch. Da hatte ich ja den einen Anhänger ja nicht für Diesel genommen, ne? So. Ich wollte mal schauen, ob die das meinte ich. Das muss hier Feld 4 sein. Sonst findet er den nicht, ne? Warum fährst du nicht weiter? Das muss ich verstehen. Ach, weil der andere da vorne steht und wartet. Ah, okay. Ja. Sonst würde er weiterfahren normalerweise, aber wie gesagt, der andere wurde ja nicht gefunden, weil er hier oben rechts im Outdrive die es nicht eingegeben habe. Sobald das Feld zu groß ist, spinnen die. Aber der eine fährt, glaube ich, hier irgendwo. Der steht. Da ist er. Da ist er. Okay, das klappt. Gucken wir ganz kurz hier Kontrolle. Der scheint unterwegs zu sein. Raffinerie. Wo ist er? Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Ruhig, wenn es euch nicht gefallen hat, bei Kommentare kann man es eingeben. Einfach reinschreiben. Tipps, Ratschläge immer gerne gesehen. Ja, dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, vielleicht geht dann morgen entsprechend weiter. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.